Hallo ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich im Bild bin, ich hoffe es aber. Es gibt ein neues Pflanzenupdate. Ich weiß, es gab erst vorgestern eins, aber ich habe gedacht, warum nicht nochmal eins machen? Und wir legen los. So, wenn wir uns die Pflanzen angucken, fällt euch bestimmt auf, dass ich hier umgepflanzt habe. Ich habe größere Behältnisse gekauft. Natürlich, wenn ihr weniger Pflanzen habt, könnt ihr die jetzt auch schon in, weiß ich nicht, Tontöpfchen oder was weiß ich machen. Da ich aber recht viele Pflanzen habe, wäre das sehr teuer geworden. So. Ich habe jetzt hier 0,4 Liter Becher genommen. Leider nicht durchsichtig. Ich mag das gerne, wenn die durchsichtig sind, weil hier habe ich noch ein paar nicht umgetopft. Dann sieht man eben, wie die Wurzeln sich entwickeln und wie voll es da wird und so. Aber die hatten keine, darum habe ich die genommen. Also, das ist jetzt beispielsweise die Cocktailtomate vom Acker und ich habe überall ein Herzchen hingemalt. Ja, ich fand das irgendwie süß. Und habt die umgetopft. Der Grund dafür war, wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, dass die richtig lang geworden sind. Man sieht mich nicht. Bei Tomaten ist das der Fall, dass, also wenn ihr diesen Stiel, Stängel hier seht, überall da, wo der mit Erde bedeckt ist, bildet der neue Wurzeln. Das heißt, ich habe das jetzt ein gutes Stück tiefer, wahrscheinlich so viel ungefähr tiefer eingepflanzt, als sie davor eingepflanzt waren. Der Vorteil daran ist eben, dass sich, wie gesagt, neue Wurzeln bilden können und der Wurzelballen einfach größer wird und stärker wird. Und ja, darum mache ich das so. Wenn ich die dann später an den endgültigen Ort packe, werden die wieder ein bisschen tiefer auch eingesetzt. Eingesetzt, eingepflanzt. Also die Sonne scheint gerade, ich bin total happy darum. Ja, vielleicht merkt ihr es auch, ich bin ein bisschen euphorisch gerade. Genau, und ich habe diese ganzen Pflanzen eben hier umgetopft. Am Anfang habe ich gedacht, ich mache das bei allen. Irgendwann habe ich dann gedacht, macht keinen Sinn. Also ich habe nur die größeren genommen, mit Ausnahme der Bonsai-Chili. Warum? Weil ich erst danach gedacht habe, das macht keinen Sinn. Wie ihr sehen könnt, hier sind noch die kleineren. Die haben einfach noch genug Platz in ihren Behältnissen. Vor allem eben diese ganz kleinen hier. Was ich getan habe, ist, ich habe ein bisschen neue Erde draufgefüllt. Ich habe nämlich hier nicht mehr die Aussaaterde verwendet, hätte ich fast vergessen euch zu sagen, sondern ich habe eine Mischung gemacht. Ich habe mir Gemüseerde gekauft. Vielleicht drehe ich mich doch wieder. Ich habe mir Gemüseerde gekauft und das müsst ihr nicht unbedingt, aber weiß ich nicht, ich mache das. Habe das gemischt mit ein bisschen Kompost, den ich geschenkt bekommen habe und ein bisschen Hornspäne. Ich weiß gar nicht, ob Hornspäne jetzt in diesem Stadium Sinn machen. Hier reicht dann eben die Erde mit Stickstoff an. Ich habe eben alles so ein bisschen zusammengemischt und dann habe ich das als Erde verwendet. So, nachdem mein Hintergrund wahrscheinlich jetzt unglaublich chaotisch war, ich schäme mich schon jetzt ein bisschen dafür, zeige ich euch das jetzt mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist eben jetzt so eine bunte Mischung. Und von dieser Erde habe ich eben hier noch ein bisschen drauf getan, habe die nochmal angegossen, damit vielleicht ein paar Nährstoffe vom Kompost und so da reingeraten. Genau. Ja, das sind sie. Ich habe sie, wie gesagt, umgetopft. Ja, Schimmel ist immer noch am Start. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich werde sie einfach weghauen, weil es ist ekelhaft. Weg damit, nicht nochmal machen. Dann haben wir hier Erfolg zu vermelden bei meinen später gesäten Sachen. Und zwar ist das die Tomatillo. Drei Stück sind rausgekommen. Ich habe hier zwei hingeschrieben, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich drei oder vier gepflanzt habe. Bescheuert, ne? Warum schreibe ich zwei hin, wenn ich mich dann nicht dran halte? Ach, guck mal, da kommen sogar fünf. Ist ja höchst interessant. Ja, aber da freue ich mich super drüber. Ich habe noch mal ein Töpfchen mit Tomatillo. Da kommt auch schon was raus. Sehr toll. Dann bei der Chili vom Acker tut sich nichts, aber da haben wir hier schon eine. Ja. So weit, so gut. Wir gehen jetzt noch mal ins Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer ist ja der Basilikum. Was war das denn? Der Basilikum und die, wie heißen die? Balkontomaten, die ich auch mit auf die Arbeit nehme. Und die schauen wir jetzt mal an. Was hat sich da wohl so getan? Ja, Erfolg. Das ist eine rote Balkontomate, beziehungsweise zwei davon. Da lässt sich noch nichts blicken. Das ist die Yellow Window Box Tomate. Ja, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich habe die auch ein bisschen später gesät. Ich hoffe, da kommt noch was. Dann nochmal drei rote Balkontomaten. Voll toll. Da kommt leider noch nichts. Und bei den anderen glaube ich auch nicht. Da haben wir noch die Chilis. Oh Gott, bitte, bitte kommt noch.
So, weiter geht's mit Basilikum. Wir haben hier den Gekommen-Basilikum. Der keimt und langsam bricht er auch bald hier durch, hoffentlich. Dann haben wir hier den Genoveser-Basilikum, dem geht's auch gut. Der Zimt-Basilikum, der erstaunlich gut kommt. Ich glaube, ich drehe nachher mal den Balkonkasten um. Das mache ich übrigens auch bei allen Pflanzen. Ihr seht jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, dass die sich alle so in diese Richtung biegen, weil die eben immer zur Sonne hin wachsen. Damit die aber dann nicht irgendwann, wie wenn eine Palme im Wind dauernd steht oder so, so schräg wachsen, werde ich das umdrehen. Dann wachsen die wieder in die andere Richtung und so weiter. Und dann haben wir noch das neapolitanische Basilikum. Da tut sich jetzt endlich auch was, wenn ihr das hier sehen könnt. Es ist noch alles sehr klein, aber es kommt. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe dieses ganze Teil voll mit Basilikum. Ich kann es kaum erwarten. Weiter geht's mit diesem Sortiment, dieses Basilikum-Sortiment. Da haben wir ja hier den Edwina-Basilikum. Ja, ich gieße den regelmäßig, aber ne, es ist eben einfach dieses Plastik. Und ich glaube nicht, dass da noch was kommen wird. Eigentlich kann ich das wegschmeißen. Dann hier zum roten Basilikum. Da könnt ihr sehen, dass schon so ein paar rausgekommen sind. Die haben es geschafft, sich durch diese Folie durchzuarbeiten. Und das finde ich total schön. Man sieht hier überall so kleine Hügelchen. Ich weiß nicht, ob es über die Kamera so gut sichtbar ist. Aber da werden die auch bald durchkommen. Dann haben wir hier das Zitronenbasilikum. Da haben wir hier auf jeden Fall zwei Pflänzchen. Ich weiß nicht, wie es drunter aussieht. Das ist halt irgendwie. Ja, ich werde da nochmal Wasser drauf kippen. Und nochmal rotes Basilikum. Ich werde es gleich nochmal gießen. Aber ja, so sieht's aus. Das war das kleine Pflanzenupdate. Ich weiß, es hat sich mittlerweile einiges getan. Wobei, ich kann euch noch was zeigen. So, hier haben wir noch die Erdbeeren. Ich muss die heute unbedingt umtopfen. Heute ist so traumhaft schönes Wetter. Guckt mal, da kommen schon Blüten. Oh mein Gott, wie schön! Ja, ich muss die unbedingt umtopfen. Außerdem habe ich mir so Pflanzknoblauch gekauft. Moment. So, ich filme mich jetzt irgendwie an 3 Millionen verschiedenen Orten heute. Das Problem bei Knoblauch, den ihr im Supermarkt kauft, ist, weil ich habe auch zuerst gedacht, warum soll ich mir Pflanzknoblauch kaufen? Dass die manchmal eben in anderen Regionen angebaut werden, wie beispielsweise China oder so. Und dann kommen die hier einfach nicht gut, weil die Umweltbedingungen einfach komplett anders sind. Darum habe ich mir eben so Basilikum, Knoblauch gekauft und das werde ich nachher probieren. Und das werde ich in Töpfen machen. Ja, da liegt ein Schuh. Also ansonsten sehen die einfach aus wie ganz normale Knoblauchzehen, aber sie sind eben extra dafür gemacht. Und was ich mir noch gekauft habe, sind Pflanzkartoffeln. Ich habe extra festkochende genommen, das ist die Sorte Belana. Ich habe die beiden Sachen bei Obi gekauft. Wie viel die gekostet haben, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber die waren nicht ganz billig. Ich würde so sagen zwischen 3 und 4 €. Und die muss man jetzt wohl noch vorkeimen lassen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Kartoffeln halt überhaupt nicht aus. Hier könnt ihr vielleicht ein bisschen drin sehen. Die haben schon ein bisschen gekeimt. Ich werde mich dann nochmal belesen. Mein Plan ist auf jeden Fall, dass ich diese Kartoffeln auf der Fensterbank mache, beziehungsweise in einem Jutebeutel. Das habe ich mal im Internet gesehen und das möchte ich machen. Ich habe nur keinen Jutebeutel. Ich muss mir noch einen kaufen. Und ich hoffe, dass das was wird. Ich habe natürlich dann auch Kartoffeln auf dem Acker. Aber ich habe gedacht, nicht jeder hat einen Acker oder Balkon oder Garten. Und wenn das klappt, wäre das ja eine super Sache, um sowas einfach mal zu Hause in der Wohnung auf der Fensterbank zu machen. Deswegen werde ich das mal für euch ausprobieren. So, und weiter geht's mit meinen Keimgläsern, die immer noch schön im Einsatz sind. Keimglas Nummer 1. Das ist Rotklee. Werde ich gleich auch nochmal spülen. Keimglas Nummer 2, das ist nochmal die pikante Mischung, die ich auch in dem Keimglas-Video hatte. Und da ich mittlerweile 3 habe, ist das Nummer 3 und das sind nochmal Radieschen, weil die waren super lecker. Auch zum Beispiel auf Leberwurst. Also sehr, sehr gut. Und die befinden sich in verschiedenen Stadien, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das hier ist am weitesten, danach kommt das und dann kommt das. So, ich glaube, jetzt war es das aber wirklich. Ich habe vor, heute noch ein paar Samen zu säen. Ich habe noch Saatbänder zu verschiedenen Kräutern. Die möchte ich mal gerne ausprobieren. Ich möchte die Tomaten nicht Tomaten, Erdbeeren umtopfen. Und irgendwas wollte ich noch tun. Den Knoblauch machen. Genau, den Knoblauch. Ich werde das wahrscheinlich mal mitfilmen. Eventuell werde ich dann so ein bisschen sammeln, wie sich das entwickelt. Oder ich mache daraus halt dann auch immer so, wenn ich meine Updates mache, dass ich dann eine kleine Sequenz mache.
Ich weiß noch nicht. Ach ja, irgendwie steht das hier gerade und ich möchte gerne etwas dazu sagen. Rosmarin. Ihr seht das vielleicht schon, wie scheiße der aussieht. Sorry, ich kann es nicht anders ausdrücken. Schaut mal bitte. Ich meine, ich habe den, wann habe ich den gekauft? Vor 3 Tagen. Der war wunderschön und grün. Und jetzt sieht der so aus. Also ich finde es eine Unverschämtheit, Sowas zu verkaufen, weil ich habe dafür bestimmt 4 € gezahlt und der sieht scheiße aus. Sieht auch nicht so aus, als würde er sich nochmal erholen. Wenn sich jemand damit auskennt, bitte mich informieren. Soll ich ihn aufbehalten oder soll ich ihn wegschmeißen? Ich habe leider den Kassenzettel nicht mehr und kann mich nicht mehr beschweren. Ja. Wie dem auch sei, das war es wirklich. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann. Tschüss!